Hallo und willkommen zum siebten Video in der Videoserie über die Binomialverteilung. Wir schauen uns heute Merkmale und Anwendungen der Binomialverteilung an. Wir beginnen dazu mit dem Kästchen Binomial verteilte Zufallsvariable. Überlege jeweils, ob x eine binomial verteilte Zufallsvariable ist. Falls ja, gib die Parameter n und p an. Falls nein, begründe, warum x nicht binomial verteilt ist. Bei a: Eine Schachtel enthält 4 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst eine zufällige Kugel, notierst die Farbe und legst die Kugel wieder zurück. Du führst insgesamt 5 solche Ziehungen durch. X ist die Anzahl der blauen Kugeln unter 5 Ziehungen. Wir schauen uns dazu einen kleinen Schummelzettel an. Das ist eine Zusammenfassung aus dem letzten Video. Welche Bedingungen müssen für eine binomial verteilte Zufallsvariable gelten? Es dürfen nur 2 mögliche Ausgänge sein und es muss bei jedem Zug die gleiche Wahrscheinlichkeit gelten. Überprüfen wir das mal. Also nur 2 Ausgänge. Ja, das passt. Also rot oder blau. Die gleiche Wahrscheinlichkeit bei jeder Wiederholung. Nachdem wir jedes Mal unsere Kugel zurücklegen, bleibt die Wahrscheinlichkeit auch gleich. Das passt. Das heißt, wir haben hier eine binomial verteilte Zufallsvariable. Und zwar n entspricht den 5 Ziehungen und der Wahrscheinlichkeit von 3 Siebtel, 3 blauen Kugeln und der 7 Kugeln. Bei b: Du wirfst gleichzeitig 8 faire, 6-seitige Würfel mit Augenzahlen 1 bis 6. X soll die Anzahl der Würfel mit Augenzahl 1 oder 2 entsprechen. Zurück zum Schummelzettel. Also, nur 2 Ausgänge. Entweder Augenzahl 1 oder 2 oder nicht. Das passt. Die gleiche Wahrscheinlichkeit bei jeder Wiederholung ist auch gegeben. Also, wir haben hier eine binomial verteilte Zufallsvariable mit 8 fairen Würfeln und einem Drittel Wahrscheinlichkeit, also die Augenzahlen 1 oder 2 aus 6 möglichen. Einem Drittel. C: Eine Schachtel enthält 5 rote und 5 blaue Kugeln. Du ziehst, ohne hinzusehen, insgesamt 3 Kugeln aus einer Schachtel. X soll die Anzahl der blauen Kugeln unter den 3 Kugeln entsprechen. Ich möchte hier, dass du schon einmal testest, ob du das kannst. Pausiere dazu das Video, probiere das Beispiel zu lösen und vergleiche mit mir anschließend. Gut, dieses Beispiel, also die Schachtel mit den 5 roten und 5 blauen Kugeln, ist nicht binomial verteilt, weil die Wahrscheinlichkeit durch jede Ziehung verändert wird. Erinnere dich an unseren Schummelzettel, Punkt 2 haben wir hier nicht erfüllt. Gut, hier sind noch ein paar weitere Beispiele. Ich möchte wieder, dass du einmal einen Tipp abgibst, was denn binomial verteilt sein könnte und was nicht, und falls sie binomial verteilt sind, auch n und p bestimmst. Pausiere dazu wieder das Video und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Gut, ich habe in der Zwischenzeit unsere Beispiele bearbeitet. Das heißt, beim ersten: Du wirfst einen fairen sechsseitigen Würfel mit Augenzahlen 1 bis 6, so lange, bis zum ersten Mal ein Sechser kommt. X entspricht der Anzahl der Würfe bis zum ersten Sechser. Nein, das ist keine binomial verteilte Zufallsvariable, weil die Anzahl der Würfe nicht klar festgelegt ist. Das wissen wir eben nicht, wie oft wir hier werfen müssen. Bei E: Ein Single-Choice-Test enthält 30 Fragen mit jeweils 5 Antwortmöglichkeiten. Bei jeder Frage ist genau eine Antwort richtig. Du kreuzt bei jeder Frage zufällig eine Antwortmöglichkeit an. X entspricht hier der Anzahl der richtig beantworteten Fragen. Ja, das ist binomial verteilt, weil n ist gleich 30 Fragen gegeben sind und die Wahrscheinlichkeit von einem Fünften für jeden Fall gleich bleibt. Außerdem gibt es hier entweder eine richtige Antwort oder eine falsche, also nur 2 mögliche Ausgänge. Bei f: Eine gezinkte Münze mit den 2 Seiten Kopf und Zahl zeigt mit 70%iger Wahrscheinlichkeit Kopf. Du wirfst die Münze 18 Mal. X entspricht der Anzahl der Würfe mit dem Ergebnis Zahl. Ja, das ist auch eine binomial verteilte. Du wirfst 18 Mal, also ist unser n gleich 18. Unsere Wahrscheinlichkeit entspricht 30%. Also die Gegenwahrscheinlichkeit, dass Kopf kommt, also 1 minus der Wahrscheinlichkeit vom Kopf. G:
In einer Klasse sind 14 Schüler und 11 Schülerinnen. Von ihnen werden zur Stundenwiederholung nacheinander 4 Personen gewählt. X entspricht der Anzahl der Schülerinnen, die zur Stundenwiederholung ausgewählt werden. Nein, das ist keine binomial verteilte Zufallsvariable, weil sich die Anzahl der Schülerinnen nach jeder Auswahl ändert. Jede Person, die schon drangekommen ist, kann ja nicht noch einmal drankommen. Und damit ändert sich auch die Wahrscheinlichkeit. Unsere letzten drei Beispiele. Auch hier gebe ich dir wieder die Chance, dass du kurz dieses Beispiel, die drei Beispiele bearbeiten kannst und wir vergleichen anschließend wieder. Also, bei H, beim Roulette sind auf einer Scheibe 37 Felder mit den Zahlen von 0 bis 36 nummeriert. Davon sind 18 Felder rot, 18 Felder schwarz und ein Feld grün. Bei jeder Drehung wird mit einer Kugel ein Feld zufällig ausgewählt. Du beobachtest insgesamt 30 Drehungen. X entspricht der Anzahl der Drehungen, bei denen ein rotes Feld ausgewählt wird. Ja, das ist binomial verteilt. Wir haben n gleich 30, 30 Drehungen und eine Wahrscheinlichkeit von 18/37, dass ein rotes Feld ausgewählt wird. In einer Urne befinden sich 45 Kugeln mit den Zahlen von 1 bis 45 durchnummeriert. Bei einer Lottoziehung werden 6 Kugeln zufällig ohne Zurücklegen gezogen. Lukas beobachtet über ein Jahr hinweg alle 104 Lottoziehungen. X entspricht der Anzahl der Lottoziehungen, bei denen die Kugel mit der Zahl 42 gezogen wird. Ja, das ist auch binomial verteilt. Wir haben hier 104 Ziehungen und eine Wahrscheinlichkeit von 6 aus 45. Du musst es dir vielleicht so vorstellen, dass wir einmal den Ausgang haben, die Zahl 42 kommt vor, oder sie kommt bei einer Ziehung nicht vor. Deswegen haben wir nur 2 mögliche Ausgänge. Bei J, du wirfst nacheinander 4 faire, 6-seitige Würfel mit Augenzahlen 1 bis 6. X entspricht der Anzahl verschiedener Augenzahlen unter den 4 Würfeln. Nein, das ist keine binomial verteilte Zufallsvariable, weil die Wahrscheinlichkeit für eine neue Augenzahl nicht gleich bleibt.